Hallo zusammen! Gleich passiert etwas, worauf ihr schon sehr, sehr lange gewartet habt. Nein, ich werde nicht kochen. Der Junkfood-Guru wird nicht kochen. Aber ich gebe einen dezenten Hinweis. Seht ihr das kleine weiße Ding hier hinten? Ja, das ist der Toaster. Und zu diesem Toaster gibt es immer noch die Toast und Eat Toasties, oder wie nennt man die, die ich noch nicht gegessen habe, aber die ich gleich unbedingt mal ausprobieren werde. Gefüllt mit Aprikose-Magerquark. Also richtig was für die schlanke Linie, genau was für mich. Und die sind sogar noch haltbar, zum Glück, bis zum 31.08. Die lagen jetzt schon sehr, sehr lange im Kühlschrank und ich kann die halt nur essen, habe ich mir gedacht, wenn ich für euch dieses Video hier drehe. Und ja, deswegen mache ich gerade Krafttraining mit dem iPad hier, das hält sich wirklich schwierig. Und die Dinger wandern jetzt gleich mal in den Toaster. 3 bis 4 Minuten, ich traue mich was, ich hau die Dinger volle 4 Minuten rein. Vielleicht mache ich sie auch noch auf. Ich mache sie noch vorher auf. So, ihr wollt doch natürlich sehen, was da drin ist. Und dementsprechend versuche ich mal die Verpackung mit einer Hand aufzureißen. Ja, das wird ein bisschen kniffelig, aber ich bekomme das hin. Multitasking kann ich auch. Ui, schaut mal. Die sehen ja schon mal ganz süß aus, ne? Auch so mit den Bräunungsstreifen schon. Wie frisch aus dem Solarium. Und schlimm, wenn man über seine eigenen Witze lacht. Und jetzt greife ich nochmal ein bisschen blind rein und sehe den zweiten Toasty. Den ersten werde ich, wie gesagt, auf Stufe 8 bei 3 bis 4 Minuten machen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich mag es gerne etwas härter. Die Folie, nein, tötet, muss natürlich vorher ab. Aber das versteht sich ja von selbst. Die Verpackung ließ sich leider nicht so leicht öffnen, deswegen habe ich zur Schere gegriffen. Ja, ich bin so ein kleiner Verpackungslegastheniker, aber jetzt packen wir den guten Toasty Toasted oder Margarillenquark Aprikosen Magerfettstufen Toast in den Toaster. Keine Angst, ich werde dir keine 8 Minuten filmen. Keine Panik, jetzt wird nicht die ganze Zeit gefilmt und gequatscht, während der Toast, die da vor sich hingrillt. Ich mache eine kleine Pause, stelle mein Handy auf 3 bis 4 Minuten ein und hoffe danach, ein geschmackvolles Testergebnis zu bekommen. Bis gleich, ihr Lieben. Ja, normalerweise würde man jetzt 2 da reinmachen, aber ich wollte es nicht aufs Ganze gehen. Ich will nicht 2 von diesen Dingern auf einmal essen. Wenn es schmeckt, dann freue ich mich auf den nächsten. Wenn es nicht schmeckt, freue ich mich nicht auf den nächsten. Egal, wird schon schmecken, sage ich mal. Kurzer Zwischenbericht hier von der Toasterfront. Mein Toaster hat gerade schon den Toast ausgespuckt und es wären noch 1,5 Minuten auf der Uhr gewesen. Deswegen habe ich den Toasty gerade wieder reingedrückt. Also, aufgepasst. Anscheinend gibt mein Toaster zumindest nicht 3 bis 4 Minuten her. Der hat auch nur Stufe 1 bis 8. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Dauer beim Toaster ist. Vielleicht bin ich auch dumm wie Brot und kann es deswegen nicht so mit diesem Toaster hier hinter mir. Ist ansonsten ein ganz, ganz geiler Toaster, muss ich sagen. Ist sonst ganz geil. Also die Tillmanns Toasties ging damit immer super, muss ich sagen. Und deswegen kriegt der kleine Toasty hinter mir jetzt noch eine Strafrunde, weil er 1,5 Minuten vorher rauskommen wollte. Das gibt es nicht. So, der Toast ist fertig. Ich mache mal was ganz Spannendes. Ich schiebe das hier mal nach oben für euch. Guckt mal. Ja, uiuiui, der hat eine gute Urlaubsbräune. Wie die gute Uschi, die mal wieder 4 Stunden hier brutzelt hat. Oder auch Beate, ich weiß es nicht. Ja, der sieht schon mal ganz gut aus. Der darf jetzt nochmal eine Minute auskühlen. Ich werde schon französisch und dann wird der verspeist. So, was haben wir denn da? Da haben wir den fertigen Toast, der jetzt lecker gefüllt ist. Mit Aprikosen, Magerquark. Ich will aber die ganze Zeit Marillen sagen, warum auch immer. Und der riecht schon mal richtig, richtig lecker. Ist auch gut kross geworden. Wie gesagt, ich mag es ja. Müsst ja mehr Farbe dran. Ich habe den bestimmt 4,5 Minuten drin gelassen. Ja, kleiner Rebell. Statt 3 bis 4, 4,5 Minuten. Und ich beiß mich jetzt durch bis zu dieser Aprikosen-Magerquark-Füllung. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, aber wir kriegen das gemeinsam hin. Aha. Oh, guck mal. Es ist, ja, ich drücke mal ein bisschen drauf. Da ist diese leckere Quarkfüllung. Oh Gott, ich hoffe, ich schmatze nicht zu laut. Ui. Das schmeckt. Das schmeckt tatsächlich. Schmeckt fruchtig. Frisch. So, oh, guck mal. Das ist die Quarkfüllung. Ich quetsche mal so ein bisschen zusammen. Entschuldigung, der volle Mund, aber wir haben ja keine Zeit. Und? Das schmeckt richtig gut.
kann was. Meine Güte. Also. Ehrlich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich da nicht dran getraut. Wenn ich mir dachte, Quark, Aprikose aus dem Toaster, wie soll das schmecken? Keine Ahnung. Aber kann was. Jetzt beiß ich mal voller Genuss in die Mager-Aprikosen-Quark-Creme. Und? Schmeckt. Schmeckt echt gut. Wow. Ein schönes Nice würde ich dem Produkt geben. Auf einer Skala von 1 bis 10, ist das eine sehr gute Frage, hat das Ding wirklich stolze 8 Punkte verdient. Und wisst ihr, womit es 10 Punkte bekommen würde? Wenn da drin, wisst ihr, gerade hatte gerade so ein Flash, wenn hier drin jetzt Chili Cheese wäre, stellt euch das mal vor, diesen Toasty mit der Chili Cheese Füllung vom Burger King, es wäre ein Orgasmus. Das wären 10 Punkte, aber Aprikosen, Magerquark, Toasties, 8 Punkte. Entschuldigung, 8 stolze Punkte für dieses Produkt, weil es echt toll schmeckt. Ich finde, der Toast schmeckt lecker, der Quark schmeckt lecker. Das schmeckt nicht zu süß, nicht zu künstlich, ehrlich nicht. Ich mag das. Entschuldigung für Schmatzen. Aber der war viel zu lange, zu unrecht in meinem Kühlschrank. Schmeckt. Daumen hoch. Ich hole mal ganz kurz das Produkt. Sekunde. Denn wenn etwas schon mal so lecker schmeckt, dann muss ich auch nochmal in die Kamera halten. Hier Toast und Eat. Was? Ich habe das damals von Condelli-Stoff im Netto gekauft. Im gelben-roten Netto habe ich das gekauft. Eine Scheibe hat übrigens 235 Kalorien für die Diätbewussten. Ich finde, das geht als Abendsnack. Wirklich vertretbar. Entschuldigung, das schmeckt so lecker, dass ich es ja gleich schon fast aufgegessen habe. Also, klar sieht nicht ganz so heiß auf der Verpackung aus. Aber es schmeckt. Geil. Also ihr Lieben, das war Toast und Eat. Gebt mir einen Daumen nach oben für neue Produkte. Schreibt mir Vorschläge rein. Was wollt ihr mehr sehen auf dem Kanal? Hat euch das Video gefallen? Abonniert den Kanal. Sagt es weiter. Zeigt das Video euren Liebsten und sagt, hey, besorgt mir diese Dinger oder so. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr immer so fleißig kommentiert. Und bis bald. Tschüss.